Ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge Trends wird 4 mit mir zusammen. Ich bin der Dennis, spielt das hier auf dem PC. Wir befinden uns auf der Strecke Rapid Transit und ich habe gedacht, ich mache heute an diesem Feiertag, an dem ich auch noch arbeiten war, ein kleines Video, eine kleine IC-Fahrt von Dessau bis nach Bitterfeld. Und würde sagen, wir beginnen damit, dass wir unseren Zug aufrüsten, die Fahrgäste einsteigen lassen und ja. Damit soll es losgehen. Ich habe heute mal das Repaint Bundesrepublik Deutschland für die BR101 rausgesucht und ich finde, das sieht richtig schön aus. Können hier mal so ein kleines Foto machen, das sieht da so verschwommen, so halb so richtig schön aus, finde ich. Und dann kommen wir so langsam zu unserem Zug begeben und die Fahrgäste, wie gesagt, ein- aussteigen lassen und ja, damit beginnen. Den Zug auch aufzurüsten und wie gesagt, das Ganze dann in Angriff nehmen. So, sieht man auch wieder schärfer. Und Türen sind wie gesagt schon geöffnet und dann können wir uns hier so langsam aber sicher dann auch gleich auf den Weg machen. Das sind die Halte dieses Zuges. Also der Zug ist von Magdeburg über Bitterfeld zum Leipziger Hauptbahnhof unterwegs. Und aktuell stehen wir hier in, ihr könnt selber sehen, Dessau Hauptbahnhof. Und ja, ich würde sagen, wir beginnen einfach damit, unseren Zug fertig zu machen. Unseren Zug noch weiter aufzurüsten, denn das müssen wir auf jeden Fall noch. Und zwar erstmal die AFB ASB, einstellen. ASB, Das Ganze dann auf ASB. 40. Hat er jetzt nicht registriert, war klar. Dann müssen wir das nochmal machen. ASB, Erstmal. ASB, ASB, So. ASB, Jetzt hat er sie registriert. So, wir sollen eh noch ein bisschen warten, das ASB. gibt uns noch etwas Zeit. So, Zugsicherungssysteme sind eingestellt. Den müssen wir auf 40 stellen. Fürs Erste. Die Zugspitzensignale müssen wir, glaube ich, noch auf weiß machen. Genau. Da sind wir abfahrbereit, würde ich sagen. Können die Türen verriegeln. Und dann geht's los mit unserem IC 2033 auf dem Weg nach Leipzig Hauptbahnhof. Auf geht's! So, wir können uns befreien, dann können wir auch direkt auf 120 zumindest schon mal aufschalten bzw. vorwählen. Wunderschön, wunderschön. Ach, wir sind sogar in Doppeltraktion, das ist ja wunderbar. Sandwich. Wunderschön. Dies ist übrigens ein offizielles Fahrplanszenario, also kein Mod, kein Spawn, kein Nix. Ein ganz normales, offizielles Fahrplanszenario auf der Strecke Rapid Transit. Dort sind ja unter anderem, wie gesagt, die BR101 selber, die BR193 Vectron ist dort selber, die oder fahrbar, BR100. 82 ist da fahrbar, die 187 ist da fahrbar, die 185 ist fahrbar, die BR442 in Rapid Transit, beziehungsweise in City Leipzig Lackierung, ja, nur einige zu nennen. Wenn ihr das Repaint-Pack bzw. beide Repaint-Packs habt, einmal für den Metronom und einmal für den IC2, also Teppich RE, dann könnt ihr auch diese beiden Züge hier fahren auf der Strecke. Aber ihr braucht dafür auf jeden Fall das Repaint-Pack von dem Modern Timetable-Bahnstrecke
Bremen-Oldenburg. Im Übrigen fahren wir jetzt hier auch auf einem Modern Timetable für die Strecke Rapid Transit. Und zwar für das Jahr 2023 gibt es auch ein Modern Timetable, beziehungsweise Timetable Mob, Timetable Mod zu downloaden. Zu finden ist dies auch auf der Seite Train Sim Community. Ich werde euch den Link auf jeden Fall unter das Video packen. Installiermäßig ist das genau so zu machen, wie das auch mit dem Mod für die Bahnstrecke Bremen-Oldenburg funktioniert hat. Ja, also das ist, wie gesagt, ein modernisierter Fahrplan für die Strecke Rapid Transit. Dort seht ihr schon die BR442 Talent. Hat dort Halt gehabt. Kann ich euch gerne nachher noch, wie gesagt, den Link und das Video packen, damit ihr dann auch wisst, wo ihr das findet. Und ja, zum Installieren dann ganz normal in eurem DSC-Folder, da wo ihr auch TrainSimWorld 4 installiert habt, die DLCs halt. Dort packt ihr das dann rein und dann sollte das auch im Spielbar anwählbar sein. So, wir fahren jetzt wie gesagt direkt durch von Dessau bis nach Bitterfeld. Dort sollen wir um 9.57 Uhr anhalten bzw. einfahren, bevor dieser Zug dann mit anderem Zugpersonal weiter bis zum Leipziger Hauptbahnhof fährt. Und fahren wir den IC 2033 auf dem Weg von Emden Hauptbahnhof über Dessau Hauptbahnhof und Bitterfeld nach Leipzig Hauptbahnhof. Wenn ihr die beiden Repaint Packs von dem Timetable Bahnstrecke Bremen-Oldenburg euch gedownloadet habt und installiert habt, dann könnt ihr die beiden Züge ja anwählen. Einmal Metronom und einmal den Teppich RE, sprich IC2. Wenn ihr dann den IC2 für die Strecke auswählt, könnt ihr nicht IC-Szenarien fahren. Also es wird dann als RE13 angezeigt. Also ihr könnt dann die RE13-Leistung fahren. Also nur falls ihr euch da wundert, warum der kein IC-Szenario auszuwählen ist. Nein, das ist nicht möglich. Ich habe es auch versucht. Es sind RE13-Leistungen möglich. Und zwar von 7 Uhr früh bis abends 21 Uhr, glaube ich. Wenn ich da mich jetzt nicht komplett täusche. Ich kann euch das auch gerne am Ende noch zeigen. Nur, dass ihr euch da jetzt nicht wundert. Das ist jetzt hier auch nicht das größte oder längste Szenario, was wir jetzt hier fahren. Ich wollte euch das einfach mal zeigen, den neuen Fahrplan für die Strecke Rapid Transit. Wenn ihr mal auf der Seite Train Sim Community drauf seid, dann müsst ihr einfach mal bei Timetables gucken. Da gibt es ja den Punkt Timetables, da geht ihr einfach mal drauf. Da sind noch mehrere Fahrpläne vorhanden. Auch für die englischen und amerikanischen Strecken, falls ihr da Interesse habt, sind da auch einige Fahrpläne vorhanden. Unter anderem aber für die deutschen Köln-Niddertalbahn. Wenn ihr da Interesse habt, auch dafür ist ein modernisierter Fahrplan dort vorhanden und halt für die Strecke Rapid Transit. Köln habe ich euch ja schon mal in einem Video präsentiert, Bahnstrecke Bremen-Oldenburg habe ich euch letztens präsentiert und heute wollte ich euch dann halt den letzten verbliebenen deutschen modernisierten Fahrplan vorstellen. Rapid Transit, ich kann euch auch im nächsten Video noch den modernisierten Fahrplan für die Strecke Niddertalbahn präsentieren. Da ist dann unter anderem auch die BR6 42 fahrbar. Ja, ihr kennt sie von der Vorarlbergbahn, genau die. Die ist dort dann auch fahrbar. Einfach nur göttlich, einfach nur schön. Also man kann gar nicht glauben, dass dieser Zug in Zukunft nicht mehr fahren soll, der IC1.
Das ist schlicht unvorstellbar, jedenfalls für meine Begriffe, weil für mich ist das einfach einer der schönsten Fernverkehrszüge, die die Deutsche Bahn jemals auf die Schiene gestellt hat. Klar, es gibt viele schöne Fernzüge, wobei Deutschland hat eigentlich nicht viele Fernzüge, davon mal ganz abgesehen. Wir haben ja eigentlich nur den Teppich RE, falls man den überhaupt als Fernzug nehmen kann. Dann haben wir, wie gesagt, den IC1 und halt die ICE-Einheiten von 1 bis 4. Viel mehr haben wir ja eigentlich nicht. Das alles andere ist Nahverkehr. Also gut, wir haben eigentlich keine Züge mehr. Keine andere Fernzüge fallen mir jetzt so nicht ein aus ad hoc. Also von daher, warum wir den jetzt unbedingt irgendwie ausmustern sollen. Und dann habe ich letztens noch gelesen oder gehört, der ICE2 soll ausgemustert werden. Was ist das denn wohl wieder für eine Überlegung? Habt ihr da auch von gehört? Also ich habe es irgendwo auf YouTube oder irgendwo habe ich es mal gelesen oder gesehen, dass der IC2 wohl seine letzten Tage haben soll, dass dem seine Tage gezählt sind, dass der auch wohl bald aufs Abstellgleis kommt. Weiß ich nicht, was ich hier jetzt von halten soll. Ich weiß nur, dass wir jetzt langsamer werden sollten, und zwar 70. Weiß ich nicht. Also ich weiß nicht, ob ihr das schon davon gehört habt, aber der soll wirklich ausgemustert werden. Nach und nach, also die ersten Fahrzeuge sollen wahrscheinlich schon oder sollen anscheinend schon ausgemustert worden sein, beziehungsweise abgestellt worden sein. Und das soll jetzt nach und nach weitere Fahrzeuge folgen. Warum das allerdings so ist, weiß ich nicht. Aber sollte sich das bewahrheiten, verschwindet ja wieder ein Fernzug von unserem Gleis. Dann haben wir ja wieder ein weniger. Gut, es kommt jetzt der ICEL irgendwann mal nach, falls man den überhaupt als ICE nennen kann. Aber ob der das auffängt, ist ja auch noch die nächste Frage. Der hat ja noch längst keine Zulassung. Ich weiß nicht, ob das alles so richtig ist. Ich weiß nicht, was ihr davon haltet. Tja. Wie gesagt, das ist alles, wie gesagt, meine persönliche Meinung. Ich habe es jedenfalls gesehen, dass der ICE2 demnächst ausgemustert werden soll. Warum ausgerechnet der Zweier? Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob der irgendwelche Kinderkrankheiten hat, der da vielleicht irgendwie zu führt, dass man sich von dem irgendwie verabschieden will. Ich weiß es nicht. Meint der einer ist ja eigentlich, ja gut, das ist der Prototyp an IC, der ist sowieso gesetzt, glaube ich. Ich weiß nicht, wie die Deutsche Bahn das handhabt, ob man jetzt den Prototypen unbedingt mit allem Gedeih und Verderb auf der Schiene lassen will, als Vorzeigeprojekt, beziehungsweise als Vorzeigestück hier. Das ist der Prototyp unserer ICE-Flotte, unserer ICE-Serie, kann man ja schon fast sagen, oder muss man eigentlich sagen. Warum man ausgerechnet die Zweier jetzt irgendwie aussortieren will, ich weiß es nicht. Es ist definitiv Fakt, ich habe es gesehen. Ob da was Wahres dran ist, kann ich natürlich auch nicht sagen. Ich weiß nicht, inwieweit ihr da was von wisst. Wenn ihr da was von wisst, wenn ihr da schon mehr irgendwie von gehört habt, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Ja, würde mich auf jeden Fall mal interessieren, was ihr davon haltet, ob ihr davon Ahnung habt, ob ihr davon irgendwie was gehört habt, irgendwo. Würde es mich auf jeden Fall interessieren. Schreibt es bitte, bitte in die Kommentare. Weil das ist ein Thema, was mich auf jeden Fall sehr interessiert, wenn irgendwelche Züge, deutsche Züge, oder sagen wir mal gute deutsche Züge von der Schiene verschwinden, das wäre irgendwie tragisch, weiß ich nicht. Und dann einer von den ICEs, ich meine, das ist ja gerade der Fernzug schlechthin, auch der Schnellzug schlechthin. Naja. Wie gesagt, warum, weshalb, kann ich nicht sagen. Wenn ihr da irgendwelche Ideen habt, schreibt gern in die Kommentare. Ich bitte darum. So, zurück zum Thema hier. Wir dürfen mittlerweile schon wieder 120 fahren. Sind wir auch gleich schon fast da. Sind jetzt noch 6 Kilometer bis Bitterfeld. Wie gesagt, das ist jetzt nicht die allerlängste Reise. Aber auch so ein kleines Video darf mal sein. Ich habe in letzter Zeit immer irgendwie Videos gehabt, die über eine Stunde gingen. Und da habe ich mir gedacht, man wollte mal ein kürzeres Video. Ist, glaube ich, für euch auch besser, das einfach mal ein bisschen kürzer macht.
So, wir bleiben auf 120 aus Gründen. Ihr seht es rechts einlaufen. Ich glaube, das lohnt sich jetzt nicht wirklich, da irgendwie auf 140 zu gehen. Macht jetzt nicht so wirklich viel Sinn, meiner Meinung nach. Bleiben wir einfach bei 120. Schade ist jetzt, dass wir nicht bis Leipzig fahren können. Das wäre jetzt noch so das i-Tüpfelchen auf dem Ganzen. Und da muss ich euch noch was sagen. Ihr werdet es sowieso dann irgendwann erfahren. Spätestens bei den Bewertungen bei Steam werdet ihr es ja dann sehen. Ich bin mittlerweile auch in dem Ambassador-Programm aufgenommen worden, sprich Botschafter. Ich erhalte alle zukünftigen DLCs für das Spiel Train Simulator 4 und so weiter. Umsonst gratis, ja, warum soll ich euch das vorenthalten? Ihr werdet sowieso dann irgendwann sehen. Das ist so gekommen, dass die von DTG auf mich zugekommen sind und ich das natürlich angenommen habe. Das würde glaube ich jeder so machen. Ich bin jetzt auch einer von Felix der Weise und Chain Sim und so weiter. Ja, das nur mal so am Rande. Ihr werdet es dann auch zukünftig unter meinen Videobeschreibungen bzw. unter meinen Videos finden in der Beschreibung. Werdet ihr sowieso dann erfahren, von daher kann ich euch ehrlich sein. Wie gesagt, es ist seit kurzem, es ist ganz frisch und ja, so ist es halt. So, wir müssen runter auf 60, wahrscheinlich jetzt eh gleich quittieren. Kurz nicht reagiert. Wollte doch sagen, da muss jetzt gleich irgendwann das quittierpflichtige Vorsignal kommen, dass wir auch die 60 wahrgenommen haben, die da auf uns zukommen. Normalerweise müssen wir jetzt noch nicht 60 fahren, sondern erst so, ja, jedenfalls früh genug auf jeden Fall, sodass wir auf jeden Fall an dem Punkt, wo die 60 dann aktiv werden, auch 60 fahren. Das muss dann jeder, glaube ich, so für sich entscheiden, wie lange er braucht zum Bremsen, wie lange er braucht dafür, um auf der Geschwindigkeit runtergebremst zu haben. Das sollte man schon als Lokführer schon so wissen, wie lange man dafür braucht. Einige können damit frühzeitig anfangen, andere machen das so, dass es genau passt. Ich weiß es nicht. Ich für meinen Teil würde, glaube ich, zumindest wenn ich jetzt Lokführer wäre, glaube ich, auch ziemlich am Anfang machen. Oder ziemlich früh machen, wenn ich irgendwie neu dabei wäre. Ich weiß nicht, man muss halt den Bremsweg seines Zuges kennen, um zu wissen, wie lange braucht mein Zug, um auf die Geschwindigkeit runter zu bremsen, die dann und dann gefordert ist. Das muss man einfach wissen. Wenn man das weiß, dann passiert da auch nichts in Form von Zwangsbremsung zum Beispiel. So, was wir natürlich auch gelernt haben, beziehungsweise wissen müssen, ist, dass wir vor einem halbzeigenden Signal immer runter auf 40 müssen, beziehungsweise auf jeden Fall runter unter 45 sein müssen, sagen wir mal so. Das ist ganz wichtig bei einem halbzeigenden Signal, sonst knallt uns nämlich der 500 Hertz Magnet in die Karre und das ist dann nicht so lustig, gibt es nämlich auch eine Zwangsbremsung. So, da wird jetzt gleich nochmal der 1000 Hertz Magnet aufleuchten und dann, glaube ich, kommt schon der 500er. Wenn überhaupt. Kann auch sein, dass hier gar nichts kommt, weil ich schon unter. Ja, da ist der 1000 Hertz Magnet. Ach, Scheiße. Wir fahren natürlich noch ein Stück weiter, ist ja klar. Hier bleiben wir noch nicht stehen. Das war ein wenig zu optimistisch gebremst. Wenn, dann wollen wir ja auch, dass alle Wagen am Bahnsteig stehen.
So, und hier ist der angekündigte 500 Hertz Magnet, der uns sagt, bleibt sie unter 45. Ja, wir haben noch einen ganzen Bahnsteig vor uns. Der Kuss, schaut mal, da fährt der Gegenzug ein. Auch im Sandwich. Da fährt der gegen IC ein auf dem Weg nach Emden. Da habe ich mich doch leicht verbremst gerade. Das ist natürlich alles andere als schön. Aber das passiert dem besten Lokführer. Das habe ich auch schon mal bei YouTube gesehen, dass sich ein IC dermaßen verbremst hat. Von daher ist das, glaube ich, gar nicht so tragisch, wenn das mal passiert. Das ist blöd für die Fahrgäste, klar, die dann irgendwie übers Gleis aussteigen müssen. Es sei denn, der... Zwangsbremsung. Ja, wir bleiben ja eh stehen. Von daher passt das. So, öffnen wir die Türen. Und dann halten wir hier in Bitterfeld und wir können mal kurz schauen, ob der auch im Repaint unterwegs ist, weil im Sandwich ist er auf jeden Fall unterwegs, weil noch haben wir keinen IC-Steuerwagen. Der kommt erst noch. Von daher muss der eigentlich auch vorne einen dran haben. Ah, schade. Obwohl, ich könnte jetzt eben zum freien Spiel zurückkehren, dann können wir das trotzdem noch sehen. So, wir haben Gold erhalten. Das ist schon mal sehr, sehr schön. So, dann gehen wir mal kurz zum freien Spiel. Da können wir das eben noch sehen. Welche Lok ist der rote? Das ist jetzt keine Repaint. Keine Repaint BR101, okay. Aber der dürfte nach Emden fahren, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Das ist auf jeden Fall der Gegenzug. Leipzig, Magdeburg, ja, der fährt nach Emden. Also, wir sind ja auch über Magdeburg gefahren, also unser Zug. Der müsste... Ne, der hat Magdeburg tatsächlich. Der fährt nicht nach Emden. Na gut, dann ist das... ist der IC2430. Hat um 9.55 Uhr Ausfahrt, bzw. Ankunft. Ausfahrt wird er wohl später haben. Folgezüge sind noch die S2. Ah, er hat Ausfahrt, doch pünktlich. Und der RE13. Ja, also er hat auf jeden Fall pünktlich Ausfahrt. Nächster Halt wird wahrscheinlich Dessau sein. Genau, Dessau, dann Magdeburg. Na dann, gute Fahrt. So, wie gesagt, wir haben jetzt hier Stopp. Wir könnten jetzt noch weiterfahren. Aber das würde sich, glaube ich, spätestens in ein paar hundert Metern dann auch erledigen. Wahrscheinlich dann das Gleis zu Ende, dann ist es sowieso zu Ende. Schön wäre wirklich, wenn wir jetzt bis Leipzig durchfahren könnten. Aber das ist leider streckenmäßig nicht möglich, wie ihr gleich sehen werdet. Hier ist nämlich jetzt gleich, wobei das geht noch ein ganzes Stück. Moment mal, wo sind wir denn? Wir sind hier. Ja. Nee. Hä? Moment mal. Zugbeeinflussung. Da sind die beiden S-Bahnen, beziehungsweise die. Und hier, also ist das ja der Kopf. Und hier. Wir sind von da gekommen, kann doch nicht. Wo würde man da hinfahren, ist die Frage. Zugbeeinflussung. Sollen wir das mal versuchen? Sollen wir das mal versuchen? Also wir sind jetzt hier drin. Schließen wir mal die Türen. Ob wir mal rot, das ist das. Moment mal, das versuchen wir jetzt mal. Wo kommen wir denn da hin? So, leider ist bei dem Versuch, eine Route zu setzen, das Spiel abgestürzt. Fragt mich bitte, bitte nicht, warum. Es ist halt passiert. Ja, wie gesagt, das Szenario war ja eh zu Ende und wie gesagt, wo in dem Moment, wo ich die auf Route setzen geklickt habe, beziehungsweise auf Bestätigen, war das Spiel unterbrochen. Ich wurde komplett rausgeschmissen. Ja, ist halt so. Ihr seht hier auf jeden Fall den Fahrplan 2023 V1, also Version 1. Es gibt ja schon die Leipzig S-Bahn 2017 und die Leipzig S-Bahn 2021 und jetzt gibt es halt den Fahrplan für 2023 Version 1 und
Ja, da seht ihr ja, welche Züge ihr da fahren könnt. BR 101, BR 146.2 Intercity, 766.2 DB PBZFA Intercity, BR 185.2 Press, BR 155, die BR 185, ja, ihr seht, ich kann das leider nicht scrollen, oder? Doch. Ja, dann die BR 185.5 MRC, BR 182 MRCE, die BR 187 DB, die BR 185.2, die BR 193 Vectron, die BR 143 und die BR 112 und die SB BR 104, BR 1442. Drei Wagen. Sonstiges bewältigte Gesamtdistanz 192,0 Meilen, 09 Meilen. Wenn man die Leipzig S-Bahn 17, also Original nimmt, dann seht ihr, man kann nur drei Fahrzeuge fahren. 2021 sind es dann immerhin schon vier, aber 2023 ist natürlich an Fahrzeugen jede Menge wählbar. Das habe ich euch ja schon im Video gesagt. Und wie gesagt, so sieht das Ganze dann aus. Ich wollte euch noch zeigen, ja, wenn ihr den Steuerwagen aussucht als Intercity, dann seht ihr hier, ihr könnt nur von den RE13 fahren, also von morgens 5:07 Uhr bis abends 20 Uhr. Warum, weshalb, wieso da nur RE-Szenarien möglich sind, weiß ich nicht, aber es ist halt so, von Leipzig bis nach Magdeburg, in dem Fall von Leipzig Messe bis nach Dessau, und das ist, wie gesagt, von morgens 5 bis abends 20, könnt ihr das durchgehend im kompletten Fahrplan fahren, eine komplette Schicht mit dem RE13. Immer wieder von Leipzig Richtung Magdeburg, also nicht hin und zurück, sondern wirklich immer jede Stunde einmal hin nach Dessau. Wenn ihr die Lok auswählt, dann könnt ihr zum Beispiel Metronom fahren. Da fährt ihr auch den RE13 von morgens 7 Uhr bis abends 21 Uhr, habe ich euch ja gesagt. Auch immer zweistündlich. Ja, der fährt zweistündlich. 7 Uhr 9, 9 Uhr 9, 11 Uhr 9 und so weiter. Wählt ihr dagegen den Intercity, dann ist dasselbe. Also mit der Lok fahrt ihr zweistündlich durch die Gegend, immer wieder von Magdeburg Richtung Leipzig. Nehmt ihr den Steuerwagen, egal welchen, fahrt ihr stündlich auch in dieselbe Richtung. Warum das so ist, weiß ich nicht. Ihr könnt, wie gesagt, dann mit dem, habe ich ja gerade gemacht, mit dem Intercity 1, könnt ihr verschiedene IC-Leistungen fahren. IC 2434 von Emden, beziehungsweise von Leipzig nach Emden und so weiter. Das dreht sich dann auch immer so in dem Leipzig, Messer, Dessau, Bitterfeld, so in dem Raum ab. Das könnt ihr fahren bis abends, Viertel vor neun. So, hier fahrt ihr natürlich ganz normale auch Güterzüge, R-Züge, hier fahrt ihr nur Güterzüge mit der BR 112. Mit der 143 fahrt ihr RE13 Leistung, aber auch Güterzugleistung. Das hatten wir ja schon. Hiermit ist klar, ne, Güterzugleistung, ich glaube, da brauche ich nicht viel zu sagen. Was anderes wird sich da nicht ergeben. Hiermit natürlich auch Güterzug, 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 Güterzug und hier natürlich die S-Bahn-Leistung S6, S2, S4, S5. Also da fahrt ihr dann verschiedene S-Bahn-Leistungen. So, das sind also die Fahrzeuge und die Leistungen, die ihr dann fahren könnt mit dem neuen Fahrplan 2023 für die Strecke Rapid Transit. So. Niddertalbahn, da wollte ich euch noch kurz was zeigen. Das habe ich nämlich auch schon installiert. Wo haben wir sie, wenn wir schon mal dabei sind? Wo haben wir sie? Wo haben wir sie? Wo habe ich da? Fahrplan. Zu Fuß. Nehmen wir mal das Fahrzeug. Ja, da müsste es eigentlich auch schon einen neuen Fahrplan geben. Habe ich eigentlich installiert. Warum man das jetzt nicht anzeigt, weiß ich nicht. Ihr seht ja, ja, jede Menge, also das ist schon ordentlich, was ihr hier fahren könnt. Ja, B-Leistung ohne Ende. Alles mit der BR 628 bzw. 928. Oder ihr nehmt die 365. Damit könnt ihr dann verschiedene Güterzugleistungen fahren, beziehungsweise Loküberführung und so weiter und so fort. Ja.
Ihr könnt natürlich auch, Moment mal, ich warte mal, Moment mal, muss ich mal schauen. Mal schauen. Ich hatte doch. Genau, die 642, genau. Mein Teil, mein Teil, mein Teil, mein Teil. Eigentlich sollte die auch auf der Niedertalbahn fahrbar sein. Warum das jetzt gerade nicht ist, vielleicht habe ich den doch noch nicht installiert, ich weiß es gerade nicht. Aber ja. Es ist so, wie es ist. Kann ich jetzt so im Augenblick auch nichts zu sagen. Genau, wenn wir schon mal, wenn wir irgendwas schauen. Genau. Schnellfahrstrecke Köln. SBK Update, Kölner Karneval Pride. Ist 22, 23, 25, aber eigentlich hatte ich doch auch irgendwo die 24. Oder bin ich jetzt? Nee, anscheinend ist es jetzt auch nur wieder. Moment mal. Jetzt auf Köln drauf gehen. Da Fahrplan. Hier stimmt schon wieder was nicht. Naja, jedenfalls war es das mit dem Video. Wenn euch das Video gefallen hat, würde mich das sehr freuen. Wenn ihr Daumen nach oben da lasst, würde mich das auch sehr freuen. Ja, wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr habt dann noch eine schöne Restwoche. Ich für meinen Teil darf morgen nochmal ran. Samstag dafür, auf jeden Fall geht es nach Augsburg. Meine Tour beginnt. Das heißt auch im Umkehrschluss, das wird das letzte Video vor Augsburg gewesen sein, weil ich morgen arbeiten bin, danach auch nicht, glaube ich, nicht die Zeit habe für ein Video. Und Samstag, wie gesagt, in aller Frühe geht's los nach, Augsburg. Und darauf freue ich mich schon sehr. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt zu einem Mod, zu einem Timetable-Mod oder sonstiges, schreibt es gerne in die Kommentare. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr Anteil da lasst, beziehungsweise wenn ihr Feedback da lasst. Wenn euch irgendwas nicht gefällt, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Ansonsten wünsche ich euch eine wunderschöne Zeit. Passt auf euch auf, bleibt gesund, bleibt mir treu. Bis zum nächsten Mal. Euer der Dinge spielt das. Ihr hört mich spätestens im Laufe der Fahrt nach Augsburg. Lasse ich immer wieder mal was von mir hören während der Reise. Ihr kennt das. Ich lasse euch teilhaben. Und ja, bis dahin sage ich ciao, servus und tschüss. Euer der Dinge spielt das. Haut rein, macht's gut. Bye. Bye.